Da ist jetzt niemand mehr im Haus. Alle Leute sind von außen. Da vorne sind Zelte aufgestellt. Es gibt auch Menschen, die in Autos schlafen oder in diesen Zelten. Wir sind heute in Marasch und da ist die Zerstörung auch gross. Also überall, wo man hinschaut, ist einfach alles zerstört. Auch die Häuser, die stehen, sind nicht mehr bewohnbar. Uns haben sie gesagt, dass hier noch 7 Leute drin sind, 3 Kleinkinder, und sie suchen sie immer noch. Sie wollen nicht anfangen mit der Aufräumsarbeit, bis man sie gefunden hat. Und hier sind wirklich alles Freiwillige. Jetzt haben wir hier mit den Leuten geredet. Das sind Freiwillige, die hier Tag und Nacht arbeiten und versuchen, die Menschen zu retten. Also es ist wirklich schlimm für uns auch. Wir müssen Fragen stellen, wir müssen Leute finden, die uns ein bisschen erklären. Und ja, das ist keine schöne Situation für uns auch, zum Fragen stellen überhaupt. Und da hat sicher 150 Zelt, nur Zelt. Und in den meisten Zelt sind etwa 10 Personen drin. Was da fehlt, ist wirklich Medizin. Viele sind krank. Und es gibt keinen Arzt. Uns haben sie schon gefragt wegen Hustensaft, Schmerzmittel. Und wir versuchen jetzt, die Zelte für uns zu nummerieren, Leute aufschreiben, Namen aufschreiben, Personen aufschreiben, wie viele Personen drin sind. Es ist aber eine riesige Arbeit. Wir haben jetzt 50 Zelte fertig gemacht. Wir haben etwa 2 Stunden für das gebraucht und jetzt machen wir schnell Pause. So sieht es hier aus. Und da vorne ist unser Container, den wir zur Verfügung gekriegt haben. Und dort könnten wir auch. Also wir haben jetzt ein Lager drin, haben aber auch Stuhl und Tisch und könnten dort auch ärztlich Leute versorgen. So, das ist unser Container. Der ist riesig, also Platz haben wir genug. Wir brauchen einfach unbedingt Ärzte. Es ist 11 Uhr und wir sind im Camp. Wesel und Anna-Maria. Und für heute ist die Arbeit fertig. Und jetzt gehen wir langsam schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und hier Lebensmittel. Saft, Kekse, Sarma, Instant-Nudeln, Leute kommen. Und da ist unser Josef, der Übersetzer, der sich freiwillig gemolden hat. Und da haben wir den Arzt. Er wartet auf Patienten. Hi. Er ist auch freiwillig mit uns. Recording or someone? Yes. No, recording. Thank you for your help. I'm a doctor, we are helping here the people. I want to say just thank you for coming here. Bye. Thank you, doctor.
Also wir brauchen unbedingt auch Ärzte, die uns helfen können. Wir haben im Moment nur einen Arzt und da ist wirklich alle zwei Sekunden kommt jemand rein. Danke für eure Spenden und danke, dass ihr an uns denken. Das war das Haus von dieser Familie mit einem vielen Kind. Es ist zusammengekracht und sie haben sich selber befreit. Also es ist niemand gekommen, zu helfen und da steht eigentlich nichts mehr. Es ist einfach ein Steinhaufen. Das Leben sind selten. Wir haben ihnen Lebensmittel vorbeigebracht und Jungs aus Deutschland haben noch Spielzeug dabei gehabt und Süßigkeiten. So sieht das Haus aus. Also mir ist gerade gesagt worden, das Haus war zweistöckig. Sie waren irgendwie dort unten in dem Loch, hat der Bub erklärt. Und dann haben sie sich selbst befreit von da. Unglaublich. Das wollen wir im Camp verteilen, haben sie keine. Da sind die Zelte, da sind Lebensmittelpakete von den Deutschen. Das haben wir noch gekauft, Nudeln, Öl, Reis, Zucker und noch mehr Lebensmittelpakete, Schoki, also Keks. Und wir haben auch ganz viel geliefert und heute kommt nochmal eine Ladung vom Erjan. Ich weiß nicht wie viel, aber es sind auch Lebensmittelpakete. So, das Lager ist voll. So, wir sind jetzt in den Dörfern, also wir fahren umeinander. Und die Jungs aus Deutschland sind mit, sie haben Zelt mitgenommen, wir haben Lebensmittel. Und das übergeben wir direkt zu den Leuten. Da ist auch eine Familie. Sie brauchen kein Zelt, haben sie gesagt, aber Lebensmittel. Und dann haben wir halt die Grundnahrungsmittel übergeben. Und das machen wir wirklich täglich und sehr viel. Danke an alle Spender, die wirklich spenden, dass wir das Geld umsetzen können, direkt einkaufen, direkt zu den Menschen und nicht in irgendwelchen Lagen. Diese Frau ist der Chef, ihr müsst alle auf sie hören. Ich bin kein Chef.